Das sind wohl die fiesesten Stacheln in Path of Titans. Die möchte man auf keinen Fall abbekommen. Sonst wird's blutig. Und diese gehören zu dem Kentrosaurus. Da sind wir jetzt. Als ganz kleiner Kentro. Wir haben echt nur so Mini-Stacheln. Na, aktuell sollten wir echt versteckt bleiben. Ich glaube, wenn uns jemand findet, sind wir tot. Wobei, wir sind echt schnell. Okay, krass. Vielleicht sind wir dann doch nicht tot. Vielleicht können wir dann ganz gut flüchten. Hier ist ein Fleischfresser. Ich werde mal gucken, ob der mich angreifen würde. Aber ich denke, ich kann easy wegrennen vor dem. Na, der ist aber auch friedlich. Der sammelt hier seine Wurzeln. Trotzdem Angst vor dem. Ist mir echt schwer einzuschätzen, ob ich schnell genug wäre, um vor dem wegzurennen. Weil der hat so viel längere Beine. Weil vielleicht sieht es bei mir nur so schnell aus, weil ich halt so kurze Stummelbeine habe. Ich höre hier Schritte. Da vorne, was ganz Kleines aber. Kann ich mich hieran satt essen an dem Salzstein? Ich glaube nicht, oder? Ja, jetzt bin ich dehydriert für 2 Minuten. Aber besser, als wenn ich verhungere. Oh Gott. Ich habe mich erschreckt. Aber läuft da so ein Theri lang. Komme ich hier runter? Vielleicht kann ich mich ja mit dem anfreunden. Es wurde sich übrigens auch oft gewünscht, dass ich mal hier in dem Sumpf spiele. Aber leider ist hier immer nicht so viel los. Deswegen lohnt sich das meistens nicht. Aber jetzt, wo ich noch ein Baby bin, könnten wir es mal probieren. Zumindest um mal zu wachsen. Oh, guck mal, hier vorne sind auch direkt Bären. Das ist ja richtig perfekt. Ich glaube, das ist ein guter Ort für uns, um hier zu wachsen. Ich kann hier auch noch entspannt ein paar Missionen machen. Also Blumen sammeln und sowas. Dann sollte das recht zügig gehen. Wir verabschieden uns jetzt aber gleich wieder von dem Sumpf. War wie gesagt gar nichts zu hören. Also ist nichts los, leider. Ich finde den eigentlich atmosphärisch und optisch auch echt schön. Würde mich gern öfter aufhalten. Aber es lohnt sich halt nicht, wenn man keine anderen Spieler trifft. Ich habe auch jetzt noch ein paar Attacken gelernt. Unter anderem, ja, die normale Attacke. Die hatten wir ja schon. Die macht sehr viel Blutungsschaden. Dann haben wir einen Body Slam nach vorne. Damit können wir halt auch die Gegner wegrammen und Schaden machen. Und wir haben einen aufladbaren Schlag mit dem Schweif. Je länger wir den halten, desto mehr Schaden machen wir damit. Auch wieder Blutungsschaden. Irgendwas sammelt hier irgendwas. Ach, guck mal, ein Pachi. Vielleicht können wir uns hier anfreunden. Oh, guck mal. Sehr gut. Oh, guck mal, hier ist ein Sauropode. Ich glaube, das ist ein Ampelosaurus, oder? Ich meine ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das der ist. Megalania kommt.
greift uns auch an. Nein, der Sauropod ist verschwunden. Ja, so ein Mist. Da müssen wir uns verziehen. Guck mal, da sind wir neben dem Stego. Also wir sind schon noch ein Stückchen kleiner. Aber wir sind deutlich stacheliger. Hier wurde ein Croc erlegt. Das ist so ein gutes Zeichen, dass ich hier trinken kann. Das nutze ich jetzt einfach mal. Ja, komm. Oh, der leckt ganz schön. Wir haben ihn erwischt. Gott, hat er sich zu mir geleckt. Ich glaube, der hat ziemlich hohen Ping oder so. Oh Gott, der ist richtig laggy. Ich lade mal meinen Schlag auf. Er hat auch seinen Biss aufgeladen. Können wir nur mal hinten an der Schwanzspitze erwischen, das ist ganz gut. Oh Gott. Das kann eigentlich nicht am Server liegen, weil der Server ist relativ leer. Aber der leckt ja so krass. Oh, nicht getroffen. Wir haben ihn wieder gehittet. Jetzt hat er mich getroffen. Ich ihn leider nicht. Es ist manchmal schwer, ihn zu treffen. An der Schweifspitze. Ist ein bisschen zu hoch. Also die Beine sind besser. Aber das ist gar nicht mal so einfach. Da haben wir ihn wieder gehittet. Und nochmal. Er uns aber leider auch. Wir lassen ihn mal ein bisschen bluten. Sehr gut. Okay, er lädt sein Biss auf. Wir rennen weg. Der blutet auf jeden Fall schon stark. Ja, wenn er rennt, dann verblutet er halt. Das ist ganz gut für uns. Wir haben ihn wieder gut getroffen. Ich lade nochmal unseren Schlag auf. Ah, leider nicht gehittet. Aber das ist auch andersrum, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Der normale Hit geht halt in die andere Richtung. Ich lade auch nochmal unseren Schlag auf. Gut, wir haben ihn getroffen damit.
Der müsste eigentlich schon relativ gut angeschlagen sein. Je mehr er rennt, desto besser für uns mit unserem Blutungsschaden. Der hat nochmal den Schlag auf. Macht er aber auch gerade. Sein Biss. Ich habe leider nicht gehittet. Da haben wir uns gegenseitig nochmal getroffen. Ja, rennen wir hinterher. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Schade. Ich muss ihn halt wirklich in die Beine treffen, ansonsten wird das nichts. Den Schweif treffe ich irgendwie nicht mehr. Habe ich nur am Anfang getroffen. Wieder die Beine gehittet. Nochmal. Und da haben wir ihn nochmal gehittet. Er lädt wieder seinen Biss auf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für einer ist. Schreibt es gerne in die Kommentare. Aber es ist echt immer noch sehr laggy. Ich verstehe es halt nicht. Obwohl der Server-Ping gut ist. Aber er hat wahrscheinlich auch den Nachteil, also ihm wird es auch laggen. Da haben wir ihn wieder am Schweif sogar mal erwischt. Gott, auf einmal dreht er sich. Ich lasse ihn mal wieder ein bisschen hinterher rennen, hinter mir, damit er blutet. Aber so richtig viel Schaden machen wir nicht. Wir haben ihn schon echt häufig gehittet mittlerweile, ne? Wir müssen ihn halt in Combat lassen. Solange er blutet, ist gut. Ansonsten haben wir ein Problem. Der darf halt nicht healen. Da haben wir ihn wieder gehittet. Jetzt können wir wieder abwarten ein bisschen. Ich lade nochmal meinen Schlag auf. Oh, das war nicht gut. Ich mach's gerade auch ein bisschen zu riskant. Ich gehe ein bisschen zu sehr vorne in den Kopf rein. Renn nochmal weg. Das war der Knockback. Den habe ich jetzt auch mal ausprobiert. Immer schön bluten lassen. Wir haben nicht mehr viel Stamina, wir müssen mal ein bisschen chillen. Aber er ist schon gut verwundet. Der ist schon low. Ich lade nochmal meinen Schlag auf. Versuch's nochmal von der anderen Seite. Ich habe vergessen, die Taste zu drücken.
Ja, ich glaube, das ist nochmal so der letzte Charge, den er gerade macht. Ich werde ihn nochmal anrempeln, damit er nicht healt. Das hat auch nichts gebracht. Nicht gehittet. Aber das hat getroffen, das war gut. Wichtig. Ja, man sieht das Blut schon auf seinem Körper. Kann nicht mehr lange dauern. Autsch. Er dürfte aber gleich verbluten. Und noch ein Treffer. Sehr gut. Er soll nochmal auf mich raufchargen, damit er blutet. Wird auch gekämpft. Da haben wir nochmal einen guten Treffer gelandet. Sollte gleich soweit sein. Ich ramme ihn nochmal weg. Oh Gott. Es wird immer schlimmer. Nicht, dass ich gleich noch sterbe. Wegen diesem Gelegge. Da haben wir ihn. Mit einer Charge Attack nochmal. Endlich. Oha, das war ein langer Kampf. Du darfst essen. Oh, ich glaube, die wollen mich angreifen. Das sind zwei Kanus. Das ist natürlich gefährlich hier gegen zwei. Lad mal meinen Schlag auf. Okay, dem sind wir auch ausgewichen. Den haben wir getroffen. Ist echt so gefährlich. Sind auch schneller als ich, leider. Die können halt vor mir wegrennen, das ist echt ein Problem. Ich krieg halt irgendwann ein Ausdauerproblem. Da haben wir ihn getroffen. Autsch. Ich laufe mal noch ein Stück. Der Nebel macht es gerade auch nicht besser.
schwimme jetzt mal hier rüber. Dann bin ich, glaube ich, in Sicherheit. Auch wenn sich das da vorne nicht sicher anhört. Oh, das wird knapp von der Ausdauer. Oh, oh. Oh nein, ich gehe unter. Schaffen wir das? Ja, easy. Okay, sehr gut. Ich glaube, wir sind entkommen. Oh, oh. Oh, ich hänge hier fest. Ist ein Torvo, oder? Oh, der ist schnell. Das ist auf jeden Fall ein Torvo. Da müssen wir aufpassen. Wir haben ihn auch getroffen mit unserem aufgeladenen Schlag. Ja, fast. Sein Schweifhieb macht auch echt viel Schaden. Oh, der ist wirklich auch schnell. Er blutet auch. Schade, das hat nicht gehittet. Ah, Mist. Ich glaube, wir können jetzt halt seinen Schweifhieb rausbaiten und dann zuschlagen danach. Für Ausdauer hatten der. Mist, haben wir uns gegenseitig getroffen. Oh, da hat nur er uns getroffen. Dürfen wir auf jeden Fall nicht so reinrennen in seinen Schweif. Das ist tödlich. Versuch mal wieder hinter ihn zu kommen. Oh, der hat einen ganz schön kleinen Wenderadius. Aber er blutet, das ist gut für uns. Wenn wir so weitermachen, ist alles fein. Der Mist hat uns auch getroffen, wir ihn aber auch. Schweifhieb ist raus. Ah, wir haben ihn nicht gehittet. Schade. Boah. Meine Ausdauer ist aber nicht mehr gut. Das ist ein Problem. Der ist halt minimal schneller als wir. Sehr gut, da haben wir ihn getroffen. Und dann zuschlagen. Und er zieht uns Ausdauer, oh Gott. Ja, ist natürlich schlecht. Und ich hänge fest. Der hat auf jeden Fall ein bisschen Ausdauer entzieht, das ist sehr, sehr schlecht. Blutet auch stark.
müssen ihn noch ein bisschen bluten lassen. Ach, schade. Sehr gut, da haben wir ihn nochmal gehittet. Wir gehen hinter ihn. Baiten nochmal den Schweifhieb und rein. Ah, leider nicht gehittet. Er blutet halt gut, das ist nice. Der will sich verziehen, oder? Blutet halt nicht mehr. Gucken, wie viel Ausdauer der noch hat. Gibt leider nicht mehr so viel. Der rennt immer weiter. Ja, okay, komm, wir lassen ihn ziehen. Schade, schade. Das soll es jetzt aber auch mit dem stacheligen Kentrosaurus gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Abonniert gern den Kanal. Aktiviert die Glocke. Und falls ihr mich unterstützen wollt, schreibt gerne mal in die Kommentare, welchen Dinosaurier oder welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.